Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Expeditions Viking, diesen, wie ich immer noch finde oder immer wieder sagen muss, sehr hübsch gestaltetem Wikinger-Spiel. So, wir haben jetzt die Quest bekommen. Wo ist sie wohl? Ist sie hier Teil dieses? Höre Söldner an. Also wir müssen auf jeden Fall in die Sümpfe. Da gibt es die Borke des Trollbaums. Da gibt es außerdem Wrang, diesen Händler, der einen Stadtteil Ribes niedergebrannt hat, scheinbar um einen Mord zu verdecken, wie wir herausgefunden haben. Und es gibt diese Räuber, die sich da rumtreiben. Davon sehe ich jetzt gerade nichts, aber gut, wir werden uns da zurück, das heißt zurückziehen, dorthin bewegen und dann schauen wir mal weiter. Ich will mal gerade hier in unser Equipment schauen. Wir haben hier betäubende Tinktur, die geben wir mal unserer, in Anführungszeichen, Hexe Röskwa. Dann haben wir einen Helm. Ich muss mal gerade schauen. Den geben wir vielleicht Gunnar. Huch. Bartaxt hat er. Schaden 17 bis 23. Wir geben ihm mal die dänische Bartaxt, die wir gefunden haben oder genommen haben von einem unserer Gegner. So, wir geben ihr nochmal einen Speer. Geht das? Nein, geht nicht. Aber sie könnte ruhig noch eine betäubende Tinktur bekommen, wie ich finde. Schauen wir uns erstmal nur die Waffen an kurz. Wir haben sehr viele. Können wir die eigentlich nicht verkaufen? Wir geben Gunnar hier nochmal eine zweite Werkaxt. Okay, man kann nur eine Fernkampfwaffe tragen. Das scheint mir plausibel zu sein. Wie sieht es hier aus? Speer, und dadurch ist wahrscheinlich der Fernkampfslot belegt. Genau, okay. Und er hat einen Schild dabei, deswegen geht das auch nicht. Einzige, was wir nochmal überlegen könnten, ob der Speer hier besser ist. Nein, das Schwert 1623 vielleicht für... Ja. Für Aslife. Unser Schwert hat was? 12 bis 18. Ja, das ist daraus gezeichnet. So machen wir das. Wir haben den Bogen. Okay, schauen wir nochmal bei der Rüstung rein. Haben wir nichts. Wir haben hier noch das Kinderamulett. Das bringt Moral. Wo sehen wir denn die? Kriegen wir die hier angezeigt? Stamina. Nee, aber ich glaube... Aslife hatte die schlechteste Moral. Zögerlich, minus 3. Ach, da oben. Heroisch, zufrieden, gleichgültig, zögerlich, loyal, loyal, zufrieden. So, dann haben wir hier noch so Fallen und so Zeug. Ich denke, wir geben mal die Netzfalle. Geben wir Kettil. Der hat außerdem eine Fackel. Schneller bewegen. Das wäre vielleicht was hier für unseren Gunnar. Und dann geben wir ihm noch eine Fackel. Ja, ich teile das jetzt einfach mal so auf, ne? Alles klar. So, dann müssen wir jetzt raus aus der Stadt. Geht's am schnellsten wohl da unten lang. Zack. Und auf geht's.
So, wo ist denn der Sumpf? Der Sumpf ist da, das Moor, da müssen wir hin. Wir müssen aber auch noch unsere Leute heilen vorher. So, das ist nicht besetzt, das ist besetzt. Deswegen gehe ich jetzt mal dahin. Das dauert 4 Stunden. Und wir werden es betreten. Und werden versuchen, unsere Leute mal ein bisschen zu heilen. So. Die sind alle hier verwundet, ja. Heilen, bitte Kettil heilen. Nochmal heilen, bitte Aslife. Nee, Gunnar ist schwerer. Warum geht das nicht? Wir haben keine Medizin. Oh nein. Das heißt, Röskva muss erstmal Hexenkunst betreiben. Bevor sie heilen kann. Da sollten wir vielleicht den Trade noch mal jemand anderem geben. Also schlagen wir das Lager auf, gucken mal, was passiert. Sie stellt Medizin her. Kettil ist jetzt mittelschwer verletzt. Oh je. Das dauert also länger, die zu wieder zu regenerieren. Ich denke, wir erkunden dann noch mal ein bisschen die Karte, gehen hier rüber und hier ist übrigens Heiterbu. Gehen dann danach in das Moor. Also, weil ich würde schon gern noch mal lagern. Ihr seid schon ein paar Stunden gewandert, als vor euch auf der Straße zwei Reisende auftauchen. Ich glaube, das kennen wir schon mal. Der ältere der beiden, ein Mann mit eingefallenen Wangen und einer Narbe quer über den Lippen, stellt sich schützend vor seinen Begleiter. Geht weiter, wir wollen keinen Ärger. Ihr scheint schlecht zu Fuß zu sein. Wer seid ihr denn? Reisende, die vom Glück verlassen wurden. Wir wollen nichts von euch. Bitte lasst uns doch einfach in Ruhe. Die Empörung steht ihm ins faltige Gesicht geschrieben. Wir sind Freigelassene. Wir möchten ein neues Leben beginnen. Wir untersuchen das mal. Ihre schlichte, farb- und formlose Kleidung ist klamm und schmutzig von der Reise. Sie wirken drahtig wie Menschen, die an harte Arbeit und kargen Lohn gewöhnt sind. Wir müssen ja unseren Ruf verbessern. Wir nehmen sie gefangen. Ich habe erst gedacht, wir geben ihnen Nahrung, aber Sklaverei ist halt in der Zeit bei den Wikingern etabliertes Ding und denke schon, dass auch Sieglöck Sklaven, wenn sie bekommen kann, so mir nichts, dir nichts. Ja, dann nimmt sie sie. Mit verzweifeltem Blick sieht der alte Mann erst seinen Begleiter, dann dich. Wir sind keine Kämpfer wie ihr, wir wollen doch nur in Freiheit leben. Nimm mich, wenn es sein muss, aber lass meinen Sohn gehen. Nee, ich nehme beide mit. Im ersten Moment macht es den Anschein, dass sie vielleicht fliehen oder sogar angreifen wollen. Doch sie senken resigniert die Köpfe und ergeben sich, als du ihre Hände fesselst und sie zu deinen Sklaven machst. Du musst sie ja nicht gleich fesseln. Glaube nicht, dass das zu der Zeit, vor allem bei Sklaven, die schon ja vor Ort sind, so notwendig ist, aber gut.
So, wir heilen. Wir können wieder nicht heilen, weil wir keine Kräuter haben. Dann hätten wir doch in der Stadt welche kaufen müssen. Sehe ich das richtig? Mach das jetzt mal. Mal gucken. Sie stellt ja wieder welche her. Okay, der Zustand verbessert sich. Leichte Verletzung hat er jetzt noch. Eigentlich ist das nicht so gut, jetzt hier so viel Zeit zu verbringen, ne? An einem Flussufer gehst du mit deinem Gefolge einen mit Pflanzen überwucherten Wassergraben entlang, als du plötzlich hinter dir jemanden schrill aufschreien hörst. Du drehst dich gerade noch rechtzeitig um, um zu sehen, wie Kettil in den Graben fällt. Der Rand des Grabens ist von feinen Wurzelausläufern durchzogen und hat dadurch an Stabilität verloren. Er grunzt verärgert, als er im überwucherten Wasser herumstrampelt. Der Jäger schiebt die lange Ranke mit den großen Blättern beiseite und klettert schimpfend wieder heraus. Kettil steht die Schamesröte im Gesicht. Doch dem immer leidender wirkenden Blick nach zu urteilen, steckt offensichtlich mehr Ungemach dahinter als verletzter Stolz. Diese Pflanze, das ist Saukraut. Kettil wird schon bald heftige Schmerzen bekommen, wenn wir nicht den Pflanzensaft abwaschen und lindernde Umschläge machen. Dann nehmen wir Medizin und tragen das auf. Es dauert zwar einen Moment, doch als du erst einmal den Pflanzensaft mit Wasser aus dem Fluss abgewaschen und den Umschlag aufgelegt hast, zeigt Kettil schon erste Anzeichen der Besserung. Das tut gut, danke. Ich werde ab jetzt besser Acht geben. Dank deiner schnellen Diagnose und Hilfe wird Kettil nicht allzu sehr leiden müssen und rasch genesen. Nach ein paar Stunden kann er bereits den Umschlag entfernen und die Haut darunter hat keine sichtbaren Schäden davon getragen. Als sie die Wälder durchquert, hört ihr von irgendwoher Leute streiten. Zwischen den Bäumen entdeckst du drei Männer. Oh, wir können übrigens hier Ressourcen einsammeln, die gerade eine hitzige Debatte führen. Einer von ihnen ist klein, einer ist kräftig, einer ist fett. Der kleine Rothaarige, das klingt wie ein schlechter Witz. Der kleine rothaarige Mann kratzt sich den geflochtenen Bart. Ich habe euch doch gesagt, wir hätten am Runenstein links abbiegen und dem nördlichen Ufer des Sees folgen müssen. Der kräftige Mann glotzt ihn unter seinen buschig blonden Augenbrauen hervor an. Rechts. Erik, nein, links. Jetzt haben wir uns verlaufen, wieder einmal. Der fette Mann zieht seinen Finger aus der Nase und entdeckt euch währenddessen. Er ruft euch ein paar warnende Worte zu. Sein Akzent ist jedoch so stark, dass ihr kaum ein Wort versteht. Du nimmst an, dass er irgendwo aus dem östlichsten Zipfel Svealands stammen muss. Belloc heißt er. Zeigt euch oder lernt die Spitze meines Schwertes kennen. Ich bin Sigglöck, Tochter des Halbjörn. Auch auf Reisen, was? Wir wollen nach Riebe, aber wir haben uns, verlaufen. Der Fette grummelt in seinen üppigen blonden Bart. Du nimmst an, dass er sich schämt. Ich kann euch sagen, wie ihr dahin kommt. Es ist eine lange Geschichte, doch letztendlich stellt sich heraus, dass die meisten ihrer Probleme dem ständigen Gezanke, ihrem miserablen Orientierungssinn sowie einer Verkettung widriger Umstände geschuldet ist. Trotz alledem gelingt es dir, ihnen eine unmissverständliche, eindeutige Wegbeschreibung zur Stadt einzubläuen. Wir haben Glück, Jungs. Und du hast uns einen großen Gefallen getan. Zum Dank spendieren wir dir ein Bierchen und dazu auch die Geschichte, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Nein, ich muss weiter. Sie sind nette Kerle, allerdings auch ziemlich streitlustig und ihr habt sowieso schon genug Zeit wegen ihnen verschwendet. Ihr verlasst das Lager und macht euch wieder auf den Weg. Wir holen uns noch schnell die Ressourcen. Und betreten das nächste Lager, auch wenn das alles Zeit kostet. So, jetzt würde ich hier gerne jemand anderen reinsetzen.
Was aber nicht geht, weil wir momentan nicht genug Kräuter dafür haben. Doch, es geht. Ah, ich muss bei denen noch... Oh, ich bin auch blöd, oder? Noch die Wunden einzeln auswählen. Können wir das auf die Schnelle sehen, wie viel Kräuter wir haben? Ja, 40 Stück, das reicht doch... Oh. Dumm, die dumm, die dumm. So, wir werden sie jetzt einmal die komplette Nacht durch, auch wenn sie dann nicht zum Schlafen kommt, damit beauftragen, unsere Leute zu heilen. Ketil ist jetzt nur noch leicht verletzt an den Augen, Gunnar nur noch leicht an der Brust, Aslife ist genesen. Hervorragend. Das war ja jetzt blöd, da haben wir ja so unnütz Tage ins Land gehen lassen. Naja. Macht des Clans ist angestiegen. Jetzt nicht genau gesehen, warum. Vielleicht sind die Sachen fertig gebaut worden. So, ihr seid die ganze Zeit unterwegs. Plötzlich gießt es aus Strömen, dann plötzlich fallen Eisbrocken vom Himmel und ihr werdet von einem gewaltigen Hagelsturm heimgesucht. Wir werden einen Unterstand errichten und uns dort verstecken. Ihr packt euer ganzes Holz und die Felle aus, doch als ihr einen provisorischen Unterstand errichten wollt, wird schnell klar, dass ihr zu wenig Material habt. Nach einiger Zeit bemerkst du, dass Röskwa unkontrollierbaren Schüttelfrost hat. Ihre Kleidung ist tropfnass. Der Niederschlag lässt nach, aus dem Hagel wird Sprühregen. Okay. Wir gehen jetzt aber rein ins Moor, oder? Vielleicht sollte Röskwa vorher nochmal eine Runde schlafen. Wir gehen mal in das Sumpflager. Lassen sie noch ein bisschen ausruhen, die restlichen Wunden behandeln und dann sind wir, glaube ich, ausreichend vorbereitet, da endlich reinzugehen. So, schlafen, genau. Tja, wollen wir jetzt seinen Arm behandeln? Ich glaube erstmal Ketils Brust. Und dann kann sie noch eine Schicht schlafen, aber ja, ich hoffe, dass das reicht. Auch hübsch, dass diese, dass es nicht einfach ein Ladescreen kommt oder so, dass das hier schön animiert ist. So, Ketils Brust ist genesen. Seine Augen sind genesen und Gunnars Brust ist nur noch leicht verletzt. Ja, dann denke ich, sind wir jetzt in der Lage, das Moor zu erkunden. Auf geht's ins Moor. Und wir werden schon Gunnar, Aslife und ermüdet. Röskwa ist ermüdet. Leichte Infektion der Brust. Könnten auch Eidis mitnehmen. Machen wir das doch einfach mal. Dann kann Röskwa sich vielleicht ausruhen. Was erwartet uns wohl in diesem Moor? Hier sind wir. Und wir schauen uns kurz mal die Karte an. Ah ja. Auch nicht gerade sehr klein. Ich denke, wir werden das wieder systematisch erkunden. Hier gibt es eine kleine Brücke. Ja. Denn hier gibt es natürlich auch wieder Sachen einzusammeln. Ressourcen, Schwerter, Waffen, Fallen vielleicht. Oh, ein Steg. Hier liegt ein
Ein Boot auf dem Grund des Sees oder des Moores. Und es gibt hier sogar ein Haus. Scheinbar eine Fischerhütte oder sowas. Hier oben sind nämlich auch noch mehr Boote. Oh, hier ist eine Opferstätte. Seht mal, hier wurde ein Pferd geopfert, so wie es aussieht. Ein altes Zelt hier. Oh, ein Opfer eines Überfalls. Medizin. Der Speer steckt noch drin in ihm. Grausame Zeiten, in denen wir uns hier bewegen. Stoff und Holz, Stoff und Honig. Wir gehen jetzt aber nochmal in die Hütte rein, gucken mal, was da los ist. Vielleicht sitzt da ja Varg oder wie der hieß. Sandar Skarfedinsson sitzt hier. Können wir uns an seiner Suppe gütlich tun? Nein. Aber wir können scheinbar, ohne dass er sich beschwert, all seine Sachen klauen. So, Sandar. Ein kleines Windspiel aus Knochen klappert, als du die Tür öffnest. Das Haus ist gemütlich eingerichtet, zeugt jedoch von ärmlichen Verhältnissen. Hölzerne Angelkästen und aus Knochen geschnitzte Angelhaken stapeln sich auf dem schlichten Mobiliar und der süßliche Duft nach altem Fisch vermischt sich mit dem Geruch eines ungewaschenen Leibes. Aus der Dunkelheit meldet sich eine schrille Stimme zu Wort. Wer ist da? Manni, bist du endlich heimgekehrt? Ich bin Siglöck Halbjarnardottir. Die schlurfenden und schnarrenden Geräusche werden von Ächzen und Stöhnen begleitet. Ja, ich komme schon. Sein wettergegerbtes, ledriges Gesicht lässt darauf schließen, dass der Alte dir gegenüber Fischer ist. Wer hätte es gedacht? Es steckt durchaus noch Leben in seinen alten Knochen, doch der trotzige Funke in seinen Augen ist getrübt von Traurigkeit. Was wollt ihr von mir? Seid ihr gekommen, um einen altergeplagten Mann zu verspotten? Wir sind hungrige Reisende. Habt ihr Fisch zu verkaufen? Ich habe schon seit Wochen nichts mehr gefangen. Die meisten hier glauben, dass die Götter mich verflucht haben. Woher sonst sollte so viel Pech kommen? Oder woher sonst sollte so viel Pech kommen? Ich habe es allein Mani zu verdanken, dass ich noch nicht im Sumpf begraben liege. Wer ist Mani? Als er den Namen hört, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Mein Lehrbursche, ein guter Junge. Jeden Tag kommt er in meine Hütte, kocht für mich und holt mein Fanggeschirr ein. Ein Fluch, sagst du? Er seufzt tief. Kein Fisch mehr am Haken. Und das schon seit Monaten. Aber morgen werde ich weit hinausfahren mit dem Ruderboot durch die Flussläufe, bis hinaus aufs offene Meer. Da hat er sich aber was vorgenommen. Ich spüre, dass meine Pechsträhne nun bald ein Ende hat. Klingt wie ein Spieler. Die Besorgnis steht ihm ins Gesicht geschrieben. Manni weiß Bescheid. Er ist unterwegs, um mir bei der Vorbereitung behilflich zu sein. Er wollte sich um meinen Reiseproviant kümmern, doch er müsste längst zurück sein. Ich werde alles tun, ihn zu finden. Erleichterung und Dankbarkeit lassen seine Gesichtszüge merkwürdig grimassenhaft wirken. Danke. Er kann eigentlich nicht allzu weit weg sein. Hauptsache, er ist nicht verletzt. Finde Mani, ein neues Ziel, das wir dann bei der nächsten Folge näher in Augenschein nehmen, genauso wie die ganzen anderen Quests, die uns hier in das Moor geführt haben. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und hey du, euer Lüppedi Kapo.